Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich überbringe Ihnen die herzlichsten Grüße des deutschen Solidaritätskommuniqués für einen freien Iran. Wenn ich mal mir ansehe, was Sie gemeinsam in den letzten anderthalb Jahren hier geleistet haben, dann habe ich den Eindruck, Ashraf III konnte noch schöner werden als Ashraf I. Das müssen wir mit aller Deutlichkeit erkennen. Und immer mehr politisch Verantwortliche erkennen endlich, das dauert auch in Deutschland ein bisschen lange, dass wir einen Frieden im Nahen Osten nicht bekommen werden, solange die Mullahs in Teheran regieren. Alle radikalen Strömungen, ob im Jemen, ob im Libanon, ob wo immer, dahinter stecken die Mullahs. Natürlich wird jetzt zunehmend, und das ist für uns ein gutes Zeichen, die Frage diskutiert, was passiert denn, wenn die Zeit der Mullahs endlich zu Ende geht. Wenn das 10-Punkte-Programm von Frau Rajavi verwirklicht wird, dann würde es heißen, dass der Iran ein ähnliches System hätte wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, um mal drei große Demokratien zu nennen. Dies muss unser gemeinsames Ziel sein. Viel Arbeit liegt noch vor uns. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es nicht mehr sehr lange dauert, bis wir unser Jahrestreffen in Teheran feiern können. Herzlichen Dank. Applaus